Jo, und damit begrüße ich euch zurück zu einem neuen Part von Advance Wars Dark Conflict. Wir sind immer noch in der Mission 7... Nee, 23. 23 ist es nämlich, Opferlamm. Und ja, haben die Megascope überwunden. Tatsächlich hat Stollos kam auf die Idee, die irgendwie zurückzuziehen zu wollen. Warum? Das weiß wohl nur er. Aber okay. Es ist... Oh, 7er ist er schon. Das finde ich jetzt weniger toll. Aber gut zu wissen, dass er da seinen Kreuzer hat. Ach, jetzt hat er seine Walze dahin geschoben. Aber natürlich genau in meine Reichweite meiner Pack. Was dir das bringt, das weiß ich leider nicht, mein Freund. Aber okay. So, jetzt haben wir auch die Bordflugzeuge, weil die brauchen wir definitiv. Mit Hilfe der Bordflugzeuge wird das nämlich ein bisschen angenehmer hier. Und du bist hier wieder weggezogen. Ja, das finde ich schön. Dann kann ich mir ja hier endlich mal einnehmen hier tatsächlich. So, dann gehe ich mal definitiv auf die Walze. Aber ich glaube, das mache ich mit dem Zweier hier. Und ich weiß, dass er jetzt auch hier angreifen kann. Das weiß ich jetzt. Das hab ich jetzt schon so gesehen. Aber kann ich jetzt nichts ändern. Vor allen Dingen, weil ich hier ja weitere Walzen habe. Ach, ich habe ja weitere Walzen da stehen. Ach, ist das schön. Aber ich muss gleich nochmal gucken, dass ich ein Bordflugzeug oder nicht ein Bordflugzeug, einen Bauwagen. Ich glaube, mit diesem Bauwagen-Ding fahre ich dann gleich, muss ich den ja noch heilen irgendwie. Sollte ich noch gucken, dass ich das tue. Ja, da erreiche ich dich natürlich leider nicht, ne? Wäre auch zu schön gewesen. Wäre ja auch zu schön gewesen, tatsächlich. Ha, so kann man es doch auch machen. So kann man das doch auch machen. Dann baue ich aber auf jeden Fall noch ein Kreuzerle. Und U-Boot können wir auch bauen, aber das bringt mir das eigentlich so viel tatsächlich, bis das U-Boot da ist? Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, das bringt mir tatsächlich nicht so viel, bis das U-Boot da ist. Genau, dann machen wir das einfach so. Vor dem habe ich hier definitiv keine Angst mehr. Ja, ich brauche Infanterie, die ich da hochschicke. Aber dann bauen wir noch ein Bordflugzeug auf jeden Fall. Das war es dann eigentlich schon wieder mit der Walze. Das ist mir eigentlich schon Verschwendung tatsächlich. Das ist mir schon Munitionsverschwendung. Ja, das war mir klar. Das war mir klar, dass du das machst. Aber so fährt es tatsächlich nicht abgezogen. Da haust du dich mal selber weg, ist mir klar. Das U-Boot geht auf den, alles klar. Das U-Boot ist ja gleich sowieso weg. Und die Basis wird mir gehören, ob du das willst oder nicht. Ob du das willst oder nicht. So, und ich denke mal, jetzt hier mit 5 Walzen, vor allen Dingen dann auch noch eine Co-Walze, glaube ich mal, sollte uns, dass mir diese Basis hier, glaube ich, bald, dieses Gebiet hier bald gehören. Er kommt nur mit Infanterie hier rüber. Und wie gesagt, und stimmt, jetzt habe ich ja auch die Freunde hier, solange er auch keine Flachs hat, kann mir das sowieso egal sein. Oh, so nervig hier, ey. So, dann darf ich den hier schon wieder direkt zum Heilen schicken, ist super. Aber wenigstens ist der dann, ja, ist weg, wunderbar. So, dann, ja, geht ihr zwei dahin. Und das nächste Bordflugzeug geht auf Reisen. Genau, die schiebe ich nochmal etwas zurück. Und du produzierst das dritte Bordflugzeug, genau. Also ich habe ein gutes Gefühl bei dieser ganzen Angelegenheit hier. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl bei dieser ganzen Angelegenheit. Es gab Zeiten, da hatte ich gedacht so, oh oh, das sieht gar nicht gut aus. Aber mittlerweile... Mittlerweile sieht das doch schon wesentlich besser aus. Muss man doch so sagen hier. Also, ich bin sehr zufrieden. Doch, doch, doch. Also, das werden wir, denke ich mal, in diesem Part hier geschafft haben. Ich wüsste nicht mehr, was die gute Dame uns hier noch entgegensetzen könnte. Ja gut, dass sie jetzt einen Flak baut, das war mir schon klar. Weil, ja, jetzt brauchst du irgendwas, um das zu verteidigen. Das war mir schon etwas bewusst auf jeden Fall. Aber das beeindruckt mich eigentlich wenig, weil... Wie gesagt, ich kann auch erstmal auf deine netten Freunde da gehen, die da, ach, sag schon, jetzt fällt mir schon wieder der Name nicht ein. Das ist so super, ja, Infanteries gehen, meine Güte hier.
So, euch brauche ich eigentlich wahrscheinlich gar nicht mehr, aber okay, ich stelle nochmal hier einen Kreuzer hin. Bauen kannst du ja eh nichts mehr hier über diesen Hafen, aber okay. Ach, kommst du da nicht, kannst du da nicht an Land gehen? Ach, es tut mir aber leid. Das tut mir aber leid, ey. Wie weit komme ich mit dem? Sehr gut, dann machen wir dazu. Ach, du hast gar keine Munition mehr. Ja gut, dann bleibt mir nur der Ding da. Euch beide kann ich ja auch mal direkt einladen. Genau, und dann kann ich ja das den da wesentlich schwächen, genau. So, der erwischt mich nicht, alles klar, dann bist du weg. So, schön auch erstmal das Bordflugzeug eliminiert. So kann man das auch mal machen. Das coole Bordflugzeug. Nachschub, Ration geben, das tun wir hier gleich, dann stelle ich dich schon mal dahin. Ja. Nochmal produzieren. Munter lustig produzieren hier. Und eins Walze. Ja, also das sieht sehr gut aus. Also ich wüsste nicht, ganz im Ernst, wüsste ich jetzt nicht, wie die Gut uns hier entgegenstellen kann. Aber das ist doch eine gute Idee, dass ich schon mal hier das Ding da kaputt mache. Damit wir dann auch darüber kommen können. Und der eine Sendeturm, der macht ja jetzt auch kein wirklich großes Problem mehr. Ja, würde ich so sagen. Der wird uns jetzt auch kein großes Problem mehr bereiten, weil wir jetzt auch einen haben und dass sich das sozusagen ausgleicht. Ach, jetzt machst du gar nichts mehr. Ach, auch mal interessant. Interessant, dass du jetzt gar nichts mehr machst. Sehr interessant. Gut, ja, dann darfst du auch das Zeitliche segnen auf jeden Fall. Wir wollen hier nicht, dass du noch irgendeinen Blödsinn hier machst, obwohl er mit so einem hier auch nicht viel anfangen kann tatsächlich, aber okay. Mit dir komme ich schon mal auch nochmal in die Richtung, damit der hier sich Ration bekommen kann. Die hast du noch alle zurückgezogen, okay. Soll mir recht sein. Wie viel hast du noch? Fast nichts mehr. Dann stellst du dich mal direkt dahin. Ich hoffe, der überlebt die eine Runde noch. Was auch immer das bringen soll, das weiß leider niemand. Wohl, habe ich so das Gefühl. Raketenwerfer. Und natürlich greife ich dich hier an, damit du mir keinen Blödsinn hier machst. Das wollen wir ja hier nämlich nicht hier. Ja, du bleibst, würde ich sagen. Oder, ja, den heile ich jetzt nicht unbedingt. Dann heile ich lieber dich hier gleich. Ach, den Pack habe ich schon bewegt. Naja, gut. Also, wie gesagt, ich denke, das sollten wir bald haben. Da fehlt nicht mehr viel, auf jeden Fall. Nächste Walze einladen. Du brauchst noch die eine Runde. Du heilst dich noch, aber dann können wir dich ja mal hier hinstellen. Und ja. Wie gesagt, das wäre doch vielleicht auch eine Idee, dass wir hier schon mal einen Kreuzer hier haben. Also es wird sich nur noch um Minuten handeln, bis die gute Dame erledigt ist. Was soll... Ach, schade, der hat natürlich nicht mehr überlebt. Naja, was soll's. Kann man nichts ändern. Aber was auch immer das soll, frage ich mal lieber nicht nach. Was auch immer das soll, das bringen soll. Bumm. So, jetzt haben wir auch eine kleine Durchfahrtsschneise. Haben wir auch eine schöne kleine Durchfahrtsschneise. Aber wie bereits gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das schaffen werden. Also da fehlt jetzt definitiv nicht mehr viel hier mit unseren ganzen Walzen hier, wenn wir da einfach mal überrollen und auch unseren Bötchens. Warte mal, der Flak kommt da. Der kommt da wohl hin, oder? Wie viel kannst du dich bewegen? 1, 2, 3, 4, ja, okay, der würde da hinkommen. Dann lasse ich das lieber. Aber wie gesagt, wenn wir sie da gleich einfach überrollen, dann haben sie so gut wie keine Chance mehr. Die Gute so gut wie keine Chance mehr. So passt das auch. Ja, wir bauen noch eine Walze. Wenn schon, denn schon, ne? Wenn schon, denn schon. Sag ich da mal. Wenn schon, denn schon. Ja, du kannst, auch nochmal dahin gehen, um gleich einzunehmen. Aber das ist ja echt krass. Bis auf dieses Ding, da hat er echt einfach gar nichts mehr. Das ist schon heftig auf jeden Fall. Das ist schon ziemlich heftig hier. Bis auf diese kleine Insel da noch. Wir haben nämlich die Mitte eingenommen.
Ui. Ui, das war ja der Wahnsinnsangriff. Also das war ja mal richtig krass. Das war ja mal absolut mega. Also, boah, da bin ich jetzt echt geflasht von diesem Angriff. Da bin ich jetzt echt geflasht von diesem Angriff. Muss ich echt gestehen, mein Bester. Hui. Schön, die in dem Fluss, dass sie keine Verteidigung haben. So, was machen wir denn da jetzt am besten? Ich glaube tatsächlich, ich bin geneigt, da noch eine, noch einen Raketenwerfer zu bauen, auf jeden Fall. Ist das krass, ey. Also wie wir die jetzt gleich überrollen werden, das ist richtig krass. Also da hat sie selbst mit ihren Raketenwerfern da keine Chance. Aber ich sollte nochmal, so sehe ich das gerade hier, nochmal Rationen geben tatsächlich. So, was auch immer das jetzt soll. Ja gut, das war jetzt dumm von mir, aber dann mache ich das einfach mit den Bordflugzeugen. Geht ja auch. Ist zwar nicht wirklich ratsam, aber na mei, ne? Na mei. Kann man doch auch so machen, tatsächlich. Kann man doch auch so machen. Bis dahin. Ich setze mir hier da ab. Und ein Schlachtschiff haben wir tatsächlich auch noch. Das ist doch wunderbar. Das ist ja doch sehr, sehr wunderbar tatsächlich. Ja, das sollten wir gleich haben. Also da fehlt definitiv nicht mehr viel. Definitiv fehlt da nicht mehr viel. Also jetzt natürlich der Megascope, das wäre natürlich richtig eklig. Aber so... So habe ich da echt keine Chance mehr. Ach, das finde ich ja nett, dass du jetzt auch noch deine ja, sag schon, das Dings da kaputt machen willst. Finde ich gut von dir, dass du mir direkt schon mal dein Dings hier anbieten willst. Finde ich nett von dir. Finde ich sehr, sehr nett. Und wir könnten unsere Gabe einsetzen. Na, schau mal eine an. Ich glaube, das tue ich auch, damit ich mit meinen Dings hier da direkt hinkomme. Ich glaube, das tue ich auch. Genau das tue ich auch, dass ich mit meinem Flieger da zu den Raketenwerfern da hinkomme. Ich glaube, das tue ich auch. Ist eine gute Idee. Kogabe! Das ist unsere Chance. Greifen wir an. Direkter Radius erhöht sich um 2. Ist eine sehr gute Sache. Zwar haben wir schon ein paar bewegt, aber ich denke, das ist eine gute Idee. So, dass wir hoffentlich noch zu diesen blöden Raketenwerfern da hinkommen. Huiuiui, gerade ein kleiner Leck gerade. Ich glaube, ihr habt es gehört. Ich glaube, ihr habt das gerade mitbekommen. So, der erste ist schon mal, darf schon mal dran glauben. Aber ich weiß nicht, ob ich an den zweiten komme. Ich glaube leider nicht. Ne, leider komme ich da nicht an den zweiten dran, aber okay. Aber dann ist der halt beim nächsten, im nächsten Zug geplättet. Dass das selbst so klappt, das ist krass. Was ist für eine Infanterie? Ist das ein riesigen Radius, ey. Ja. Das machen wir so. Haben wir auch den hier schon mal eingenommen. Ja, mit meinen Walzen komme ich tatsächlich leider nicht mehr weiter. Wäre auch zu schön, das, zu viel des Guten wahrscheinlich. Aber wie gesagt, spätestens nächste Runde. Spätestens in der nächsten Runde ist hier Schicht im Schacht. Also da gehe ich mal stark von aus. Also das, da wird uns nicht mehr viel fehlen tatsächlich. Aber man... Echt, wenn diese Megascopes weg ist, dann ist dieses Kapitel tatsächlich gar nicht mal echt so schwer, muss ich gestehen. Also davor schon so gedacht, so oh oh, ganz schön übel tatsächlich dieses Kapitel. Aber jetzt, wo dieser Megascope weg ist, ist dieses Kapitel eigentlich recht geschenkt eigentlich. Was baue ich noch? Ach komm, weil es so schön ist, noch eine Walze. So, was willst du noch machen hier? Der einzige Angriff, der vielleicht ein bisschen übler ausfällt, aber ansonsten war es das. Ja. Willst du echt nochmal eine Walze von mir killen? Schaffst du aber leider nicht mehr.
Wird leider nichts mehr, mein Freund oder meine Freundin. Ich vergesse immer, dass sie eine Frau ist. Stolos, gegen Stolos kämpfen wir ja noch nicht. Das ist ja noch, das dauert ja noch ein bisschen. Das dauert ja noch ein bisschen. Dass wir immer uns mal gegen Stolos, rumärgern müssen. Das dauert ja noch. So, das tue ich natürlich liebend gerne tatsächlich. Wunderschön. Sehr, sehr schön, dieser Angriff. Ach komm. Pack gegen Pack. Beziehungsweise halt Flak gegen Flak. Und besetzen hier. Das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Das haben wir gleich erledigt. Ja, dann gehe ich noch mit dem hier dahin. Wie viel hat er denn noch? Zwei Einheiten, ja. Zwei Infanteries. Ja gut, die werden wir auch noch gleich eliminieren. Und dann war das doch mal wieder eine runde Sache tatsächlich. Ach komm, ich besiege den noch. Das bringt mir zwar gar nichts. Weil leider kriegt man hier keine Punkte mehr für irgendeine besondere Zerstörung. War ja früher so, dass man für so viele schwarze Geschütze noch Boni-Punkte bekommt. Aber hier ist das ja leider nicht mehr der Fall. Aber man muss zugeben, es war doch eine ziemlich, ziemlich gute Schlacht. Vor allen Dingen, wenn man Meisel hat und dass er dann nicht mehr mit seinem Dingsbums da attackiert, dann läuft das Ganze doch hier ziemlich gut. Sehr schön, dann würde ich jetzt aber mal sagen, hier, ihr zwei dürft euch noch um das Ding hier kümmern und dann würde es das gewesen sein. Hier hätte ich sogar nochmal eine Walze gehabt, also es ist, ja, das war jetzt am Ende doch eine eindeutige Kiste tatsächlich, was ich nicht erwartet hätte, muss ich gestehen. Also ich hatte echt eine böse Ahnung, vor allen Dingen im Beginn dieses Kampfes, wo doch diese Megaskuss mir doch ein bisschen zugesetzt hat. Wie? Kann ja nicht sein. Kann nur daran liegen, dass ich kurz nicht aufgepasst habe. Sonst hätte ich ja unmöglich verlieren können. Anordnung von Papa. Dann lasse ich sie eben leben. Langweilig. Tja, meine Gute. Puh, krasser Kampf. Na gut, krass, wir hatten schon krassere. Der Kampf davor, der war ziemlich übler als der hier tatsächlich. Aber es lief gut. Lief sehr, sehr gut. Sieg. Aber wieso ist der Riesenbomber? Ja, das ist die gute Frage tatsächlich. Wäre der noch bis zum Ende gewesen, dann wäre es übler gegangen. Nanu, Setlia ist nicht hier. Wo mag sie bloß hin sein? Tut mir leid, Ed, als ich einen Moment nicht aufgepasst habe. Es gibt keine Spuren von einem feindlichen Eindringen. Aber jemand hat gesehen, wie sie allein hier weggegangen ist. Aber wieso denn? Wohl für uns. Aber wir wollten sie doch nicht aufgeben. Wir wollten ihr doch beistehen. Ed, es ist alles deine Schuld. Du trägst die Verantwortung hierfür. Sieh dich doch nur mal um. All die im Kampf Verwundeten. Sie haben diese Verletzung einzig deinetwegen. Hättest du einfach aufgegeben, wäre ihnen das nicht widerfahren. So stimmt das aber nicht. Der Kampf war... Wir sind nicht bereit, uns weiterhin zu einem Bengel anzuvertrauen. Wenn ich das Kommando gehabt hätte, wäre das alles ohne Problem abgelaufen. Ich habe ihr das Sagen und hiermit werde ich Ed von hier verbannen. So haben wir das beschlossen. Du kannst hier nicht länger bleiben. Du gehst? Ja, verstehe. Ich hab dir ja schon früher gesagt, dass du hier fortgehen kannst. Aber ich denke nicht, dass irgendjemand hier das Recht hat, dich zu kritisieren. Ich hoffe, du gehst nicht wegen dem, was dieser Sprecher da gesagt hat. Nein, aber eins ist mir dabei klar geworden. Ich tauge nicht zum Chef. Mir sollten keine Menschenleben anvertraut werden. Ich hätte gerne allen geholfen, niemanden im Stich gelassen. Aber bei allem Idealismus geht das leider nicht immer. Ich wäre gerne so wie O'Brien gewesen. Stark, mit einem guten Herzen. Aber das habe ich nicht geschafft. Jetzt hängt wieder alles an dir, Lin. Aber das ist sicherlich kein Problem für dich. Und wohin willst du jetzt? Ich werde Setlia suchen gehen. Ganz allein? Spielst du wieder den Guten? Du wirst einen nutzlosen Tod sterben. Und du willst trotzdem gehen? Ja, ich kann nicht anders, als weiterhin den Guten zu spielen. Und zwar ab jetzt, ohne andere da noch mit hineinzuziehen. In Ordnung, schließlich ist es deine eigene freie Entscheidung. Du musst selbst wissen, wohin du gehen möchtest. Ich persönlich bedauere deine Entscheidung aber sehr. Das ist nicht so gut. Papa, nenn mich nicht so. Ich zähle keine Versuchsmäuse zu meiner Familie. Bin ich ein Klon? Ja, natürlich. Aber mach dir keine Sorgen. Du hattest gute Arbeit geleistet. Du hast gute Arbeit geleistet. Ich bin zufrieden. Sag mir bitte nur eins.
Warum hast du mich erschaffen? Du warst für den Versuch nötig. Nur deswegen? Was meinst du mit nur? Das ist alles, was zählt. Ich verstehe. Dann bin ich also tatsächlich... Im Südwesten von Cyrus Gebirge. Zephyrus, Cyrus. Wie komme ich jetzt auf den Namen? Das ist ja noch einer der anderen. Da ist er ja, wenn man vom Teufel spricht. Was tust du hier so ganz allein? Hä? Hier ist es gefährlich. Weißt du, was mit dir passiert, wenn du dich der Feind findet? Du bist doch Ed, oder? Der Kommandeur von denen. Und wer bist du? Mein Name ist Cyrus. Ich bin eins von Stollers Produkten. Hä? Hab keine Angst. Ich würde dir gerne helfen. Du mir helfen? Warum das denn? Da gibt es doch dieses Mädchen, das sie Setlia nennt. Ich weiß, wie ihr sie retten könnt. Das ist ja mal interessant. Ich würde sagen, wir starten noch kurz mit dem Kapitel, um die Geschichte zu erfahren. Aber was hier in diesem Kapitel abgeht, das erfahren wir erst dann im nächsten Part. Aber wir beginnen schon mal, würde ich sagen. Kapitel 24 in der Megascopes. Wir haben sie immer Lutia genannt. Sie war unsere wandelnde Bibliothek. Hier wurde alles mögliche Wissen eingesetzt. Eine gefühllose Wissenspuppe. Sie befindet sich im Moment in der Megascopes, diesem riesigen Bomber. Ich werde zwar dadurch zum Verräter, aber ich werde dich zu ihr führen. Hier entlang. Aber warum tust du das? Gehörst du nicht zu Stollers? Wodurch entstehen Menschen? Wie meinst du das? Ist es Blut, Liebe, genetische Merkmale oder die erworbene Prägung durch die Umwelt? Warum wird jemand gut und warum wird jemand böse? Ich bin ein Klon von Stollers. Wenn Stollers im Alter stirbt, soll sein Gehirn in mich verpflanzt werden. Dazu bin ich erschaffen worden. Hier entlang. Auf der Basis der Megascopes. Die Versorgung der Megascopes geht vollautomatisch. Hier gibt es fast niemanden. Überwachung und Checks gehen alle über Erkennungssignale. Erkennungssignale? Ja, weil Stollers Menschen nicht traut. Aber wenn man dieses Erkennungssystem erst einmal überlistet hat, dann kann man sich hier sehr frei bewegen. Niemand merkt es. Ich kümmere mich um das System. Du kommst danach. In Ordnung. Also los, verlieren wir keine Zeit. Lin? Seit wann bist du hier? Schon die ganze Zeit. Ich bin dir gefolgt. Ich und einige aus der unabhängigen Truppe haben beschlossen, dir zu folgen. Wir sind zwar nicht viele, haben aber ausreichend Kampfkraft. Das geht doch nicht. Ich wollte doch niemanden mehr mit hineinziehen. Du kannst es zwar ablehnen, nutzen tut es dir aber nichts. Oder hast du es etwa schon vergessen? Du bist nicht mehr der Chef. Wenn wir dir folgen wollen, folgen wir dir. Wir machen das, weil wir es wollen. Lin, beneidenswert. In meiner Familie ist etwas absolut undenkbar. Lass uns gehen, uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Na, das ist ja wenigstens schön. Und, wie geht's dir? Du wirst von nun an dein Leben im Käfig in der Megascopes verbringen. Wenn du Glück hast, benutze ich Papa für irgendein Experiment. Was es wohl sein wird, wir dürfen gespannt sein. Kürzlich hat er geschaut, was passiert, wenn jemand ohne Fallschirm abspringt. Mann, bist du langweilig. Egal, ob du schläfst oder wächst, immer bist du so traurig. Du reagierst gar nicht. Du bist Larissa, meine ältere Schwester. Ich? Deine Schwester? Warum lachst du? Na, weil du so komische Sachen sagst. Wie bist du denn da drauf gekommen? Schließlich zähle ich zu deinen Geschwistern. Ach nee, wenn jemand einen anderen sieht, der ihm aufs Haar gleicht, hält er ihn für eine Kopie und er ist das Original. Nicht umgekehrt. Schon seltsam, nicht? Ja, also pass gut auf. Ich habe noch genau drei Geschwister. Cyrus, Lily und Lutia. Aber Lutia hat im Kampf gegen mich verloren und ist tot. Allerdings sind von Lutia viele Klone gemacht worden. Sie wurden wie Mäuse in Käfigen gehalten und eine davon bist du. Ich? Es ist nur logisch, dass du keinerlei Erinnerung hast. Schließlich bist du noch nie irgendwas gewesen. Ein Reserveteil ohne Leben oder Namen, aufgezogen in einem Käfig. Richtig. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer ich wohl bin. Aber jetzt weiß ich es. Ich bin niemand. Sag mir nur eins. Bist du niemand, manchmal traurig? Hast du Angst vor dem Tod? Das weiß ich nicht. Es macht gar keinen Spaß, dich zu quälen. Lily? Was?
Du hast Tapas Befehl noch im Kopf, nicht? Du sollst mit dem Ding hier wie geplant abheben. Ja, mach ich. Und du, Larissa? Ich gehe zu Papa. Er will mit den Überlebenden noch etwas experimentieren, sagt er. Das wird lustig. Hä? Ah. Hm? Ed? Ed? Lilly, ist hier irgendjemand auf der Basis? Und das finde ich jetzt gerade so ein bisschen unlogisch. Naja gut, die Strategieräume sind hier so ein bisschen abgetrennt. Aber eigentlich sollten die beiden sich doch kennen, Ed und sie. Aber sie spricht hier, als würde Ed hier irgendjemand sein. Aber okay. Nee, niemand. Dann ist ja gut. Dummkopf, wahrscheinlich hat sie etwas verwechselt wegen unserer alten Uniform. Ich mach mich dann auf. Megascopes abgehoben, alle Systeme im grünen Bereich. Ich schalte jetzt auf Autopilot. Uah, ich bin so müde. Warnung, Eindringling im Flugzeug, Kämpfe in Block 2 und 3. Gegner verwendeten Waffen, Schäden an den Trennwänden. Wie? Kann ja wohl nicht sein. Wie sind die hier reingekommen? Das Signalerkennungssystem hat nicht ordnungsgemäß funktioniert. Wahrscheinlich hat es jemand von innen manipuliert. Die Eindringlinge kamen durch die Ladeluke. Die Kämpfe dauern an. Sie sind jetzt hier oben? Hihihi, dann setz mich mal da ab. Megascoops. Dass wir es mit unseren Waffen bis hierher geschafft haben, war gut. Aber wenn dieser Kampf so weitergeht, ist abzusehen, dass wir abstürzen. Macht weiter, aber kämpft jetzt für euch allein, wie ihr denkt. Ja, und tatsächlich, wir kämpfen mit Panzern. Ja, mit Panzern und Fahrzeugen in einem riesigen Flugzeug. Ja, also, ja, man merkt schon, ziemlich unlogisches Ganze, aber okay. Aber gut, war Advance Wars eigentlich bisher noch nie logisch, aber okay. Ja, und wir kämpfen gegen die gute Lilly. Und das wird... lustig werden, kann ich euch sagen, mit Lynn tatsächlich. Warum wir Lynn spielen, ist eine gute Frage, aber okay. Aber wir hören uns noch den Strategieraum an, würde ich sagen, bevor wir hier, ja, beenden. Ach ja, und übrigens, diese Barriere, die können wir nicht passieren, aber sonst machen die hier nichts. Und sonst halt komplett Straße in diesen Megascopes, nicht, dass wir hier irgendwas machen könnten. Gut, dann, ja, gucken wir mal. Infokommandeur, Strategie, das wollte ich tun. Hallo Ed, schön dich wiederzusehen. Grüß dich, Cyrus. Diesmal bin ich derjenige für die Strategietipps. Ich weiß es zu schätzen. Aber wieso bist du in der Megascopes? Und wie um alles in der Welt kommt dieses Zimmer in diesen Bomber? Das ist jetzt unwichtig, Ed. Was? Wichtig ist jetzt allein die neue Strategie. Genau, deshalb will aus Ed auch nichts Rechtes werden. Ed, du solltest wirklich endlich erwachsen werden. Hä? Habe ich hier irgendwas nicht mitbekommen? In diesem Raum musst du mehr den Blick für das große Ganze haben. Keine Kleinigkeiten, bitte. Verstanden. Das freut mich. Nun zu den Erklärungen. Der Anfang ist hier extrem wichtig. Stelle die Einheiten so auf, dass der Gegenschlag nicht zu heftig wird. Solange du nicht in Schussweite der indirekten Angreifer bist, ignoriere sie. Pass auf, sind alle gegnerischen Truppen zerstört, kommt nochmal Verstärkung. Vielleicht lässt du deshalb besser eine gegnerische Einheit leben. Konzentriere deine Truppen links oder rechts und räume erst dort auf. Verstanden. Und, hast du jetzt schon den Überblick über das große Ganze? Ich werde mich darum bemühen. Das war's aus dem Strategieraum. Ja, noch mehr Unlogischkeit, ist das ein Wort, kann man das so sagen? Keine Ahnung. Aber okay, was wir hier erleben werden, ihr seht schon, das wird wohl eine ziemlich krasse Mission werden, aber okay. Ich würde sagen, ich hoffe, dass euch der Part gefallen hat. Wenn ihr das so, ihr schaltet auch beim nächsten Part wieder ein. Ich gucke schon mal so ein bisschen, was ich hier tun könnte. Ja, so ein bisschen könnte ich mir auch schon denken, was ich hier tun könnte. Aber das werden wir sehen, was ich hier tue. Das müssen wir gucken. Aber gut, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, dass euch der Part wieder gefallen hat. Wenn ihr so ist, ihr schaltet auch im nächsten Mal wieder ein. Und ich sehe gerade, dass ich eine wichtige Einheit, die ich nicht verlieren darf, ist der Bauwagen. Weil, ja, ihr seht schon, hier gibt es keine Basen oder so. Muss man aufpassen. Aber gut, ich würde sagen, euch noch einen schönen Tag bis zum nächsten Part von Advance Wars Dark Conflict. Bis dann und tschüss, euer Jake.